Ja, da sind wir wieder und wir haben uns jetzt entschieden, wir machen hier irgendwie eine Planetmission, die Genau. uns eine Weil Vision bringt. wahrscheinlich. Nein, also es ist halt einfach so, um es einfach auch mal ganz kurz ein bisschen näher zu erläutern, man müsste diese Quest auch machen, wenn man den Endo-Datacron wollte. Ja, den brauchen wir ja nicht. Nee, aber man muss es ja trotzdem mal erwähnen. Naja, ich spreche mal mit dem. Fremdling, ihr tragt Waffen bei euch. Ihr könnt helfen. Ich bin Suva Rak. Ich führe Pilger auf dem Pfad. Der Pfad ist versperrt. Die Gormaks töten alle, die ihn betreten. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der mich aufhalten könnte. So sieht's Viele aus. andere müssen den Pfad noch betreten. Der Pfad führt zum Schrein der Heilung. Nur wer glaubt, darf eintreten. Sogar Mystiker betreten vor ihren Prüfungen den Pfad. Die Gormaks schänden ihn. Ich würde die Gormaks zu gerne beseitigen. Es genügt nicht, Blut zu vergießen. Die Gormaks haben den Pfad befleckt. Ein Voss muss den Schrein reinigen. Die Gormaks werden angreifen. Werdet ihr einen Pilger führen? Es wäre mir eine Ehre, den Pfad wiederherzustellen. Natürlich. Gormaks sind Raubtiere. Beeilt euch. Ja, ich soll mich beeilen. Jetzt soll ich hier an irgendeinem Pilgerreisealtar. Alles klar, meditieren. Meditieren wir mal. So, meditiert. Fertig meditiert. Ja, also die Aufgabe ist halt prinzipiell, wir sollen halt die Pilger auf dem Weg zum Schrein der Heilung beschützen vor den Gormax. Machen wir. Da die Gormax laut den Voss halt randalierende Vandalen sind, muss man halt auch die Schreine, die auf dem Weg liegen, ein bisschen beschützen. Also man muss mal ein bisschen sagen, wenn man zum Beispiel Imperium spielt, dann kriegt man ein etwas anderes Bild von den Gormek und ich glaube, das passiert uns auch noch ein bisschen, aber ich bin mir da nicht so sicher. Es ist eine Weile her, seit ich diese Storyline gespielt habe. Du weißt, wo du hinfährst? Ja. Gut. Trauen Sie mir, ich bin Jedi, ich weiß, was ich tue. Ja, hier ist so ein Schreinchen, was ich antatschen kann. Es ist mal so cool. Gram rauscht immer an einem vorbei, trotz dass er sieht, dass man noch raus. Ja, aber hier sind doch auch noch Leute, die ich platt machen kann. Siehst du, alles hat auch ganz gut geklappt. So. Besiege Gormak-Streitkräfte. 2 von 10. Das ist ja wenig. Ja, wir müssen jetzt echt 10 Schreine abklappern. Ein, aber 10 Mal da. Ach, wir müssen 10 Leute hauen. An dem Schrein standen 2 oder so. Ja, an den anderen stehen wir mehr. Ach, der ist hier um die Ecke. Die Pilgerreise geht um den Berg rum. Bald nächster Schrein und so. Ah ja, hier sind mehr. Aber da musst du auch gar nicht rumschleichen, weil du musst ja eh hauen. Jetzt erstmal langsam. Erfolg abgeschlossen, wie ein Voss. Oh, ein Gormak-Endheiliger. Das finde ich cool. Was entheiligt er denn so? Wir schreien hier und so. Ich finde den Namen nur geil. Entheiliger. Ach, ich habe wieder meinen Anfall. Man hat durch die Heilung hier so einen Buff bekommen. Da kriegt man immer solche Krämpfe, so alle jede Minute. Ja, 24 halt Minuten lang. Ja, man hat halt bei der Heilung was von sich selber abgegeben, auf das man hier den Co. helfen konnte. Und ja.
Man sollte vielleicht auch mal dazu sagen, also auf Englisch hieß der gute Elite Desecrator, ne? Was wäre, ist das nicht so verunreinigen? Wenn man das mit Schänder übersetzt hätte. Ach so, Schänder, ja, das wäre besser gewesen, definitiv. Genau. Die Gormak-Plage ist fort. Ihr habt den Pfad beschritten. Der Schrein könnte euch offen stehen. Erzählt Geralt Mo davon. Er bewacht das Prüfungsgelände. Der Schrein ist den Mystikern vorbehalten. Er könnte euch abweisen. Passt auf euch auf. Die Gormaks könnten zurückkommen. Wir haben gelernt, den Weg zu bewachen. Das hat man gesehen, ja. Ich werde Suva Ruck informieren. Viel Glück, Fremdling. Das hat man wirklich gesehen, dass die wissen, wie man Schreine bewacht, ja. Schon, wir haben es in der ersten Zeit. So, jetzt müssen wir wohin? Wieder zurück zu dem Typen. Nee, zum Schrein hier. Na gut, der ist ja hier direkt neben, das ist ja nett. Ja. Also wir erinnern uns daran, dass uns ja am Anfang gesagt worden ist, die Bossen alle super freundlich und so, ne? Und wir haben ja jetzt mal festgestellt, das Erste, was die uns sagen, hier dürft ihr nicht rein. Na gut, das hat ja nichts damit zu tun, ob jemand freundlich ist oder nicht. Naja. Mir wurde aufgetragen, Geralt Mo zu berichten, dass der Pilgerpfad freigeräumt wurde. Dafür bekommt ihr von mir Anerkennung. Yay! Ich bewache das Prüfungsgelände. Darin liegen die Prüfungen. Ein wenig Herausforderung bereitet mir kein Kopfzerbrechen. Nur wenige Wurfs überleben. Euer Schicksal ist beinahe besiegelt. Solange die Mystiker es nicht gesehen haben, wäre ich mir da nicht so sicher. Ihr verdient Respekt. Ihr seid nicht von Voss. Ihr seid den Pfad gegangen. Ihr dürft das Prüfungsgelände betreten. Yay! Okay. Wo ist denn das Prüfungsgelände? Na oben. So viel zum Thema, die Voss sind freundlich. Wieso? Er hat doch gesagt, ich verdiene Respekt. Ist doch nett. Ja, aber so den Ton von dem Mann hörst du nicht, ne? Ach, so schlimm fand ich das jetzt auch nicht. Ach, die sind gar nicht gegen mich. Na dann. Tür der Prüfungskammer. Und was wird hier geprüft? Hier. Ja, kniet euch mal hin, ich bleib stehen. Dieser Krieg ist sinnlos. Es gibt keinen Konflikt. Ihr leugnet die Vision eines Mystikers. Ruhe! Dieser Ort ist nicht sicher. Der Krieg, den ihr vorhergesehen habt, hat begonnen. Ich habe den Weg freigemacht. Ich habe ein Recht darauf, die Gegend zu erkunden. Wie ihr meint. Manche jedoch wagen zu zweifeln. Viele Voss werden sterben. Es sollte keinen Zweifel geben. Eure Vision hat diesen Krieg entfacht. Werdet ihr uns führen? Ich bin zwar kein Mystiker, aber versuchen kann ich es. Wir wollen nur von Mystikern geleitet werden. Ihr habt einen blutigen Bürgerkrieg der Voss erlebt. Nach dem Ende des Krieges saht ihr das Volk der Voss aufblühen. Die Voss haben sich entzweit, um euren Willen zu erfüllen. Wir werden kämpfen, bis eine Seite den Sieg errungen hat. Die andere stirbt. Der Krieg wird zu Frieden und Wohlstand führen. Das geht etwas zu weit, denke ich. Die Deuter sind sich einig. Wir tun, was für unsere Zukunft nötig ist. Zu welchem Preis?
Zahllose Voss werden sterben. Wir folgen eurer Vision, Ehrwürdiger. Soll dieser Krieg weitergehen? Und was sag ich jetzt? Die Vision war eindeutig. Manchmal muss man Opfer bringen. Wie ihr es gesehen habt. Halt! Ihr gehört nicht hierher. Der Schrein ist für die Mystiker. Eure Vision hat sich als falsch erwiesen. Ich weiß nicht einmal, was ich gesehen habe. Ihr habt gesehen, dass die Fremden Voska zerstören. Die Fremden sind hier. Voska floriert. Ihr könnt nicht zu den Mystikern gehören. Ihr müsst gehen. Vielleicht bedeutete die Vision etwas anderes. Deuter können Fehler machen. Mystiker nicht. Ich bin eure Begleitung, Ehrwürdiger. Wir dürfen uns nicht verspäten. Die Mystiker hatten eine Vision. Die Deuter haben euch erwählt. Euer Opfer wird die Gormax besiegen. Ihr wollt, dass ich mich den Gormax opfere? Ein Mystiker wird sterben. Die Gormax werden fallen. Wir tun, was für unsere Zukunft nötig ist. Ich habe keinen Plan. Ich werde mein Leben geben, um die Vos zu schützen. Auch Mystiker müssen Opfer bringen. Die Worte der Mystiker haben Gewicht. Ihr versteht. Geht. Lernt euch zu konzentrieren. Zerstört die Quelle. Die Worte der Mystiker haben Gewicht. Ihr versteht. Nee, ich verstehe gar nichts. Lernt euch zu konzentrieren. Zerstört die Quelle. Die Worte der Mystiker haben Gewicht. Ihr versteht. Nee. Geht. Lernt euch zu konzentrieren. Zerstört die Quelle. Habe ich ein Déjà-vu? Nein. Was war denn da jetzt so schwierig zu verstehen? Was daran sehr schwierig zu verstehen war? Hä? Also, du hast halt es ist halt einfach ein Einblick, wie diese Voss-Gesellschaft funktioniert. Mystiker haben halt Visionen, nicht Missionen. Und Mystiker können sich irren. Beziehungsweise Mystiker sind unfehlbar. Aber die Deuter können sich irren. Die Deuter können sich irren. Ja, ja, das ist mir schon klar. Aber ich weiß nicht, was das jetzt sollte. Und das hast du ja jetzt verstanden. Es ging halt eben darum zu schauen, wie reagierst du auf Situationen, als wärst du ein Mystiker, ne? Verstehst du, was sein muss? Zum Beispiel halt einfach die Tatsache, die Vision ist, du musst sterben, damit die Gormax besiegt werden können. Machst du das? Machst du das nicht? Naja, ich hab ja gesagt, ich mach's. Ja, nö. Oh, die Korrumpierung. Einfluss von außen, ne? Ach Gottchen, da kommen ja welche raus. Ja. Ketzer! Uneinigkeit und Reformation, finde ich auch sehr gut. Ja. Die Reformation muss erstmal niedergemacht werden. So, jetzt können wir den Dicky hauen. 3 Sekunden. Naja, jetzt können wir den Dicky hauen. Schon okay. Aua. Ist ja schon tot. Und wir müssen hier jetzt. Wenn du nicht abstellst, dann muss man nicht alles hauen. Ach, Schwachsinn. Machen wir hier schnell platt. Ja, das war früher auch meine Bonusquest, also, ne?
Yay, die dritte Prüfungskammer. Was haben wir hier? Tote. Verwundete. Die sind Pilger. Noch nicht tot. Achso, die sind verwundet. Na gut. Wir sterben. Ein Mystiker muss die Bedürftigen heilen. Dann geht doch nach unten, Mensch. Wie kann ich helfen? Haltet das Gleichgewicht. Nehmt Leben, um unsere zu retten. Ich fürchte, ich habe kein Wort verstanden. Sieht schon, Kram hat keinen Plan heute. Ach Leute, jetzt soll ich irgendwelche Leute umbringen, damit die... Check ich nicht, aber egal. Ich drücke hier auf die leuchtenden Dinger. Albtraumbestie. Wird doch alles so hervorragend erklärt. Echt? Habe ich nicht das Gefühl. Keine Ahnung, jetzt wollen sie mir erklären, dass ich hier Leute umbringen muss, damit die überleben, oder was? Ja, weil es muss eine Balance herrschen. Ah ja, Yin und Yang. Oh. Ding wird leuchtet anders. Ja, gern geschehen. Dass man sich nicht mal dafür bedankt hier. Wie unfreundlich. So, wir sind fast rum. Also man muss auch mal dazu sagen, die Wars sind auch eine Ruffraktion. Man kann hier im Tempel auch eine Helden 2 Quest machen, wo man dann zum Beispiel auch einen Ruftoken für kriegen würde. So, hier kurz Tod und Verderben im Tempel gebracht. Oh, was bist du denn? Chef von denen. Prüfungsmutant. Hallo, warum kann ich nicht angreifen? Also man bekommt, also warum wir diese Quest halt eben auch machen, ist, weil man hier einfach einen sehr, sehr schönen Einblick in den Aufbau der Gesellschaft und den Glauben der Boss bekommt. Mhm. Auch wenn Graben das jetzt gerade nicht so sieht. Ja, hier Gespräch. Beginnen. Haltet einen Moment inne, Fremde. Ihr seid keine Mystiker. Dass ihr noch lebt, ist beeindruckend. Ja, vielen Dank. Beide. Die Jedi und die Mystiker verlassen sich auf die Macht. Alleine die Macht der Mystiker ist entscheidend. Nur Mystiker können sehen, was kommt. Sie schützen Voss. Die Mystiker stellen sich unserem Feind. Dadurch werden sie würdig. Ich werde das Vertrauen nicht enttäuschen. Wir werden sehen. Na dann, und nun? Oh. Go, mein Paar. Also den Schönheitspreis für Miss Voska gewinnen die Gormax nicht. Wir werden nicht nachgeben. Definitiv nicht. Wo willst du hin? Ach, müssen wir hier hoch? Okay. Oh, jetzt habe ich schon wieder einen Anfall. Gleich vorbei mit Anfällen.
Jo, noch 50 Sekunden. Bist du dir wirklich sicher, dass das hier lang geht? Ja. Gut. Also das ist, da das eine meiner absoluten Lieblingsquests ist, ist das auch eine Quest, die ich jedes Mal mache mit irgendeinem Schau-Boss. Hm. Egal auf welcher Seite. Sind die Visionen immer unterschiedlich oder ist das immer dieselbe? Nein, die sind charakterspezifisch. Oh, okay. Nicht schlecht. Beziehungsweise ja. Klassenspezifisch. Jetzt sind wir durch, oder wie? Oder was? Ich kann's. Nein, diese ungeduldigen Leute. Ja. Ich renn noch wieder falsch hier. Jetzt. Müssen wir nochmal mit dem Meditationsaltar da interagieren? Nee. Oder nicht? Betritt die Visionskammer. Ich denke mal, man kann auch da oben lang laufen, aber das kann man nicht, weil da ist eine Wand. Dann meditieren wir doch mal. Ihr habt euch gut geschlagen. Ich bin Jorda. Ich überwache die Anwärter. Die Prüfungen sind gefährlich. Nur wenige überleben. So wie es sein sollte. Was sollen wir von den Prüfungen lernen? Die erste Prüfung gilt den Worten eines Mystikers. Die zweite seiner Konzentration. Die dritte einer traurigen Wahrheit. Mystiker müssen nehmen, um zu geben. Jemand, der einem Mystiker sehr ähnlich ist, beschützt jetzt die Voss. Die Prüfungen enden hier. Es ist eine Ehre, die Prüfungen absolviert zu haben. Eine Lektion bleibt noch. Die Prüfungen haben euch Einblicke gewährt. Eine Vision. Eine Vision von den Voss? Oder der Republik. Wir sehen, was wir sehen sollen. Diese uralten Tafeln leiten die Gedanken der Mystiker. Meditiert. Konzentriert euch. Ihr werdet finden, was ihr sucht. Befreit euren Geist. Konzentriert euch. Das Schicksal hat mir eine Herausforderung geschickt. Ich hatte auf mehr Zeit gehofft, aber alles muss sich anpassen oder untergehen. Ihr habt den Imperator oder seine Kinder nicht erwähnt. Gibt es noch eine andere Bedrohung? Ihr werdet sehen, was mich blind machte. Die Vision ist zu Ende. Das war alles. Kann ich irgendwie ändern, was ich gesehen habe? Nichts kann aufhalten, was kommen wird. Unsere Visionen sind verlässlich. Wir wählen unsere Antwort. Die Prüfungen sind beendet. Lebt wohl, Fremdling. Ja, ja, wenn es Hiobakan schon sagt, ich musste tun, was ich tun musste, ja, dann ist das doch ziemlich klar, oder? Bitte? Der Siu Bakan, der hat mir gesagt, er musste tun, was er tun musste. Okay, mir hat er was anderes gesagt. Echt? Was hat er dir gesagt? Er hat mir gesagt, dass er hofft, dass ich sehe, was ihn verblendet hat. Ach ja, sowas ähnliches hat er bei mir auch gesagt, stimmt. was ihn dazu gebracht hat, das zu tun. Sowas hat er erzählt. So, wir sollen mit Eden Je. Nee, Grog. Das ist egal. Das ist jetzt einfach nur, wie die Storyline weitergeht. Die Quest können wir heute wegmachen. Alles klar, mach ich mal weg. Aufgeben. Zack. Ja. Aufgeben. Ja.
So, jetzt müssen wir Reliefstücke suchen. Wo geht's denn hier wieder raus? Also? Baut doch einfach zum nächsten Punkt. Stimmt eigentlich auch. Wozu hat man den Porter? Kann man auch mal öfters dran denken. So, er sagt mir, ich soll mit dem Taxi fahren. Gut, dann fahren wir mit dem Taxi nach da unten. Diesmal fährt er aber auf so einen kleinen Speeder, statt dieses dicke Taxi zu nehmen. Ja, ja. Wir sind hier nicht alle gleich. Ah. Oh, das sieht cool aus. Ist ja noch ein dicker Planet daneben. Also nee, jetzt muss ich wirklich sagen, Boss ist eigentlich ein sehr schöner Planet, halt dauerhaft irgendwie im Herbst stecken geblieben. Aber ansonsten, ich finde auch die Boss sehr schick. Also so gibt's, klar, dass das so gibt's auch einen Planeten für jede Jahreszeit, ne? Auf Frost sofort, kannst, hast ja. du dann Eis, hast du Winter, ah, ja. hier hast du Herbst. Wenn du Sommer willst, dann gehst du nach Tatooine. Und gibt es irgendwo noch so einen regnerischen Frühlingsplaneten? Was macht denn jetzt? Da kann man hochfahren. Na dann. Mhm. Diese Verwachsung, die man sieht, wenn man hier an diesen, in diese Höhle reinfliegt, das ist auch wieder so, es gibt eine sogenannte Seeker-Droid-Missions, also Suchdruiden. Und diese Verwachsungen sind immer die, wo die Korruption ist, wo du was suchen musst. Hm. Sind ganz nett, ein bisschen nervig, aber eigentlich ganz nett.